Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Lovic und heute zeige ich dir Brain Food für den Büroalltag. Wie du deinen Büroalltag foodtechnisch optimieren kannst. Los geht's. Für das Frühstück startest du am besten mit einem Müsli aus Haferflocken mit Joghurt und frischen Früchten. Das gibt dir super viel Energie für den Alltag und wenn du möchtest, kannst du auch noch ein Glas Orangensaft dazu trinken. Oder alternativ ein Proteinshake. Für den Snack zwischendurch ist während der Arbeit ein Joghurt oder ein Vollkornbrot mit Frischkäse und Tomaten genauso lecker und praktisch wie ein belegtes Brötchen oder ein Stück Kuchen. Alternativ kannst du immer zwischendurch, wenn du möchtest, eine Dose Studentenfutter mit auf die Arbeit nehmen und immer ein bisschen davon essen. Das gibt dir super viel Energie und ist super gesund. Für das Mittagessen sollte man, wenn möglich, auf dieses ganze Cafeteria-Essen, dieses fettige, koffeinhaltige Cafeteria-Essen verzichten und sich eventuell eine Mozzarella mit Tomaten und Basilikum gönnen oder Salat mit Schinken, Käse und Eiern oder Fisch mit Gemüse. Also das sind wirklich sehr, sehr gesunde Alternativen. Wenn du dich auf der Arbeit gereizt fühlst, nicht so fit, irgendwie einen schlechten Tag auf der Arbeit hast, dann ist es sehr, sehr wichtig, weniger Zucker und Gebäck zu essen, weniger Fleisch und Käse und vor allem weniger Kaffee und Alkohol. Also das ist ganz, ganz wichtig. Besonders gut dagegen sind zum Beispiel Karotten, Kohlrabi, Rettich, Tomaten, Gurken, grüne Paprika, Zucchini, Bananen, Beeren, Aprikosen oder Pfirsiche. Das sind sehr, sehr gute Alternativen, die ihr zwischendurch als Snack essen könnt. Ihr müsst das Ganze natürlich dann zu Hause vorbereiten. Das wissen natürlich sehr, sehr viele Leute da draußen, aber die wenigsten setzen das Ganze auch mal um. Versucht doch einfach mal 2 bis 3 Liter pro Tag an Wasser zu trinken und dafür weniger Kaffee und Alkohol. Bei dem Kaffee ist es natürlich so, dass viele Leute denken, ach, Kaffee ist doch super, der gibt mir extrem viel Energie, ähnlich wie ein Energy Drink. Aber was viele dabei vergessen, ist, dass Kaffee, also Koffein an sich, immer ein kurzzeitiges Hoch bringt. Also du erlebst, nachdem du Kaffee trinkst, immer ein kurzzeitiges Hoch. Allerdings ist es so, dass dieses kleine Hoch, das ihr dadurch habt, durch ein viel größeres Down, also viel größeren Abstieg an Energie, ausgeglichen wird, ja. Ihr habt also kurzzeitig für eine halbe Stunde, für eine Stunde Energie, fühlt euch fitter, allerdings seid ihr dann für 2 bis 3 Stunden weniger effektiv, als wenn ihr von vornherein gar keinen Kaffee erst getrunken hättet. Aber für alle Kaffee-Junkies da draußen, die einfach nicht auf ihren Kaffee am Morgen verzichten können oder ihren Kaffee im Alltag brauchen, probiert doch einfach mal einen koffeinfreien Kaffee aus. Dafür gibt es auch super Alternativen. Ist zwar nicht das gleiche, genau wie bei Energy Drinks, koffeinfrei oder genau wie bei Cola. Cola Zero schmeckt nicht genau gleich, ist aber allerdings ähnlich und hat nicht diesen negativen Effekt vom Koffein. Schlussendlich habe ich noch einen kleinen Tipp. Ihr könnt euren Geschäftspartnern doch etwas Gutes tun, wenn ihr statt Keksen, Cola und Säften lieber gutes Wasser, Käse, Obst und Nüsse bereithaltet für so ein Meeting. Also das wäre doch mal eine super gesunde Alternative. Das war's mit meinem Video von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Abo und ein Like da. Und wenn nicht, dann schreibt mir in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat, damit ich das bis zum nächsten Mal verbessern kann. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Haut rein!